Was geht ab, Mano, die Fighter, Osari hier. Und im globalen Dokkan Battle hat das 21. World Tournament angefangen, im japanischen das 24. World Tournament. Dementsprechend werden wir zu beiden Turnieren gleich alle Informationen und Details ansehen, aber aus vorweg zwei Sachen. Ersteres, ich werde heute Abend live gehen ab 18 Uhr. Ihr könnt immer dem Streamplan entnehmen, wann ich die Woche live bin. Der Streamplan ist in der Videobeschreibung bei mir auf dem Discord-Server oder auf Twitch. Wir werden anyway heute live gehen mit dem World Tournament Grind zum globalen Dokkan Battle. Heißt, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut ab 18 Uhr heute vorbei. Zweite Sache. Wenn ihr quasi wissen wollt, welche Teams zu World Tournament ihr benutzen könnt, ich habe dazu ein Video gemacht, das sollte immer noch aktuell sein, so viel hat sich nicht geändert, mehr oder weniger, aber im Endeffekt schaut euch das Video auf jeden Fall an, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, damit ihr dann eine Grundidee habt, was man bei den Teambuildings bei dem World Tournament beachten sollte und welche Teams quasi da am besten sind. Gut, dann fangen wir mal mit den Informationen zum globalen Turnier an, World Tournament Nummer 21, wie ihr das hier seht, und zwar hat sich am Turnier selbst nicht viel geändert. Wir wissen, dass Turnierläufe müssen immer, je öfter wir gewinnen, desto mehr Punkte bekommen wir, je mehr Punkte wir bekommen, desto höher werden wir platziert und desto mehr Preise bekommen wir etc. Da haben sich aber dennoch ein, zwei Sachen geändert, nämlich können wir jetzt zum Beispiel aus der Map selbst World Tournament Medaillen farmen und ein bisschen mehr aus den Kapseln, die droppen da jetzt auch, also wenn ihr die World Tournament Medaillen braucht, könnt ihr auf jeden Fall die Kapseln einsammeln, die lila Kapseln, Goldkapseln, da droppen auch die World Tournament Medaillen auf der World Tournament Stage. Zudem wurden die World Tournament Medaillen aus den Local Preisen verdoppelt, die Anzahl, die ihr bekommt, werden wir uns aber gleich näher betrachten. Wir wissen, dass neue Charaktere hinzukommen in den Banner. Jackie Chu mit seinem direkten Awakening Rebirth, 7 Medaillen braucht ihr, um ihn zu erwecken. Der Goku hat auch einen Rebirth bekommen, 7 Medaillen für ihn und Kami ebenso auch 7 World Tournament Medaillen. Das ist unser World Tournament Preis, wir werden gleich näher betrachten, ab wann man ihn bekommt. Aber diese Mighty ist gar nicht mal so schlecht. Die Passive ist Attack und F 80%, wenn er gegen einen kämpft. Zusätzlich, wenn seine HP 40% oder drunter sind das aber nur einmalig, hat er die Chance, einen Angriff zu dodgen. Auch eine Super Attack an der Stelle. Also gar nicht mal so schlechte Mighty Mass. Hätte ich auf jeden Fall gerne, wenn ich ehrlich bin. Genau. Ja, GSL Banner ist online, werden wir uns näher betrachten. Dragon Ball Saga Summon Tick ist auch ebenso online. Dementsprechend hoppen wir mal hier zu dem Summon. Und dann werden wir gleich ansehen, was es hier zu geben gibt. Wir wissen, unser Klassik GSL Banner, die Tickets dazu bekommt aus dem World Tournament. Missionen, Preisen unter anderem. Ihr könnt da die World Tournament GSSR ziehen. Die sind gefeatured, aber auch natürlich nicht gefeatured SSR. Genau. Und ja, das Ganze kennen wir, brauchen auch 7 Medaillen für die ganzen Jungs, um sie zu erwecken. Zum Dragon Ball Saga Summon Ticket Banner sind nun endlich neue Charaktere hinzugefügt worden. Unter anderem Jackie Chun ist echt solide, SR Ranfani an der Stelle und SR Yamcha. Und ja, also ist nur ein SSR hinzugekommen, in der Zukunft wird dann natürlich noch ein weiterer hinzukommen. Das wird im nächsten Turnier, soll das eigentlich sein, mit LR-Ten Shinan, nicht aus dem Banner, sondern er wird dann quasi aus dem Local-Preis erhältlich sein. Piccolo rutscht dann ins World Tournament Banner. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass dann quasi noch ein neuer SSR kommen wird. Im nächsten World Tournament soll das eigentlich der Fall sein. Nämlich ein vierarmiger Macho Mai Tenshin an. Aber im Endeffekt ist hier nur ein SSR hinzugekommen. Wir werden aber trotzdem auf jeden Fall für ihn pullen in einem anderen Livestream. Haltet da einfach mal die Augen offen, wann ich da live gehe. Und dann quasi für den Jackie Chun hier pullen werde. Weil aus dem Banner habe ich jeden, außer den Jackie Chun hier an der Stelle ein SSR. Genau. Dann haben wir hier noch, ja, World Tournament Support Pack. Ne, Pillar Strove ignoriert das. Müsst ihr nicht kaufen, ne, ist keinen Sinn. Und genau, hier nochmal die Meldung ganz klar, dass man aufpassen soll, bei einem World Tournament nicht cheaten, etc. Blabla, weil man dafür gebannt werden kann. Also, wenn man im World Tournament moddet, dann kann man dafür auf jeden Fall gebannt werden. Nach dem World Tournament gehen die Leute da auf jeden Fall durch und gucken, wer hat was gemacht. Genau, wenn wir uns kurz die Mission ansehen, dann könnt ihr aus den World Tournament Missionen nämlich auch World Tournament Medaillen euch erfarmen unter speziellen Bedingungen. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. Erste Bedingung ist hier, dass ihr einen Charakter von World Tournament Kategorie braucht in euer Team und das World Tournament quasi win the World Tournament 3 times, okay, dreimal gewinnen müsst mit einem Charakter von der World Tournament Kategorie. Und dann gibt es dasselbe mit Peppy Golds und so weiter und so fort. Hier einmal Peppy Golds, dann Giant Form sollte noch eigentlich dabei sein, genau, und eigentlich noch alle zusammen. Nee, okay, jeweils. Also ihr müsst das World Tournament jeweils dreimal mit jeweils, also wenn ihr alle in einem Team habt, dann tut ihr natürlich direkt alle Missionen bewältigen. Dreimal jeweils, sage ich trotzdem, World Tournament Peppy Golds oder Giant Form, irgendeine Karte, mindestens einen Charakter braucht in euer Team und müsst das World Tournament mindestens dreimal gewinnen, jeweils. Und wenn ihr es siebenmal macht, bekommt ihr auch Medaillen. Ich werde das nicht machen, um ehrlich zu sein. Ich werde auf jeden Fall erstmal versuchen und darauf achten, dass ich 20 Siege hintereinander bekomme, denn ihr wisst ja, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Warum? Schauen wir uns gleich an. Das World Tournament geht noch 3 Tage, 22 Stunden. Das ist immer der Countdown, der hier angezeigt wird, wie lange das World Tournament bei euch geht. Indem ich das aufnehme, ist eben diese Zeit. Genau, und zwar Ranking. Schauen wir uns das Ranking an, wir wissen, was wir bekommen können.
Beziehungsweise könnt ihr im Ranking immer gucken, wo ihr gerade platziert seid oder wo die anderen platziert sind. Worauf ich aber hinaus wollte, ist zum einen, was wir bekommen. Ranking Rewards. Je höher ihr platziert werdet, desto mehr Sachen bekommt ihr. Wenn ihr unter den 10.000 fällt, unter 10.000 bekommt ihr die World Tournament Preiskarte Mighty Mass und unter anderem viel mehr. Könnt euch gerne mal ansehen, was ihr bekommt. Aber das ist eben die Grenze, falls ihr Mighty Mass wollt, müsst ihr 10.000 oder drunter sein. Lokal wurde eben jetzt vieles geändert, beziehungsweise wurden die Medaillen verdoppelt. Ihr seht schon, für den ersten Platz gibt es 80 Medaillen. Genau. Ich bin aber nicht sicher, ob das letzte World Tournament auch schon so war. Es steht halt explizit da dran, deswegen wollte ich es auf jeden Fall mal erwähnen. Und ihr seht aber auch schon, wenn ihr Piccolo wollt, das by the way der Piccolo zum Ella Piccolo wird, dafür müsst ihr in Lokal 100 oder drunter platziert werden. Missionen sind hier an der Stelle ganz, ganz wichtig. Für mich im World Tournament sind die Missionen wirklich sehr wichtig. Ich versuche immer die Mission zu holen und dann gucke ich, was geht, ob ich die Preiskarte noch will. In dem Fall will ich sie, also werden wir da auf jeden Fall sehr viel grinden. Warum ist das wichtig? Im Endeffekt, Faustregel, versucht auf jeden Fall erstmal so viele Siege wie möglich hintereinander zu gewinnen, beziehungsweise genau 20, weil wenn ihr 20 Siege hintereinander gewinnt, dann habt ihr den Mehrteil dieser Mission schon gedeckt. Sache ist die, solltet ihr mal verlieren, beispielsweise bei der 15. dann verliert ihr, oh Gott, dann könnt ihr wieder neu anfangen, bis ihr die 20 Siege hintereinander bekommt. Deswegen passt auf jeden Fall darauf auch auf, dass ihr 20 Siege hintereinander bekommt. Ist sehr, sehr wichtig an der Stelle. Und die Mission gibt sehr viele gute Sachen, Dragonstones, Orbs, Orbs werde ich auf jeden Fall mitnehmen, LRK und die Tickets natürlich. Genau, wie gesagt, im Stream werden wir näher betrachten, beziehungsweise dafür dann grinden. Gut, so viel zum Global World Tournament. Im Japanischen ist, wie gesagt, das 24 online und ihr seht ja auch schon das Tenshin an. Quasi ist da schon Eller Tenshin an in den lokalen Preisen, nicht Piccolo, das wird bei uns auch geändert. Ab dem nächsten Turnier eigentlich sollte das der Fall sein. Die Preiskarte hier in dem Fall ist Cell. Cell bekommt ihr, also der Ablauf vom World Tournament ist mehr oder weniger gleich. Cell bekommt ihr jedoch schon ab 20.000. Das World Tournament JP geht nur zwei Tage ungefähr, das ist viel, viel angenehmer. Jedenfalls bekommt ihr Cell schon, wenn ihr 20.000 oder drunter platziert seid. Cell, was kann Cell an der Stelle, ist gar nicht mal so schlecht. Er gibt den Tech-Type-Charakter den HP-Tank eine 50% Greatly Raised Attack für eine Runde. Macht Supreme Damage, aber er ist mehr oder weniger Supporter, denn er gibt Extreme Class Allies, also jeden Villain Keep Plus 2 Attack mit 30%, echt solide. Zusätzlich tut er Super Class Enemies, also gegnerische Heroes, die Verteidigung 50% senken. Also für ein Extreme Tech Team als Support auf jeden Fall mal gar nicht mal so schlecht, oder für Super Battle Road auch auf. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Genau, das Tenshin an, Tenshin an, wie gesagt, hat damals in JP zum 22. World Tournament sollte eigentlich der Fall sein, wenn ich mich recht entsinne. Piccolo entlöst und genau, das kommt aber noch ins Global Lokal Battle. Mehr oder weniger ist dann alles gleich geblieben vom Ablauf her. Zu dem GSSR-Banner im japanischen Lokal Battle wurden noch neue Charaktere hinzugefügt, unter anderem die neuen Trunks und Zamasu, finde ich geil, also aus GSSR-Banner, wenn ihr die da zieht, richtig nice. Und die Sache ist ja folgende, im japanischen Lokal Battle, by the way, wurde auch Vegito hinzugefügt, denke ich mal, wenn nicht, dann waren wir schon drin. Die folgende, bevor ich es vergesse, und zwar in japanischen Lokal Battle wurde GSSR-Banner getrennt. Ihr habt zum einen GSSR, da sind nur SSR-Charaktere, also natürlich keine Dokken-Exklusiven, aber Unterschied ist, dann gibt es auch einen Banner, da sind nur die World Tournament-Charaktere, das sind zwei verschiedene Banner, werden wir uns gleich ansehen. Ob ihr es gut oder schlecht findet, ja, ist jedem selbst überlassen. Tickets sollten eigentlich gleich sein. Dieser Bo hat sein Awakening bekommen, nach seinem Awakening, was ändert sich da? Primär, er macht dann Supreme Damage während Angriff des Gegners und er bekommt pro Orb, den er einsammelt, auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Zusätzlich hielt er sich pro Orb, den er eingesammelt hat, um 5000 HP. Also, wenn ich es kurz vergleichen darf, das ist das aktuelle Banner in JP, da kam Tenshin an, zu SSR, dieser Machomai, das wird zu uns auch noch kommen. Das ist dann der einzige SSR-Charakter, sag ich mal, der uns fehlen wird im Vergleich zu JP. Da kommen natürlich noch andere SSR-Charakter und so weiter und so fort. Dieser Dude, by the way, braucht er 7 Medaillen für alle Awakenings. Dieser Dude hat sein Awakening bekommen und die haben mit ihm komplett übertrieben. Warum? Ein sehr, sehr guter Kandidat für Super Battle Road, denn er bekommt durch die Pass auf den Angriff und auf die Verteidigung so fix immer 80%, bekommt aber zusätzlich weitere 80% und 40% auf die Verteidigung, wenn er gegen zwei Gegner oder mehr kämpft, und überwiegend tut man das ja in Super Battle Road. Heißt, er kommt einfach auf 160% Angriff in GG und 120% Verteidigung. What in the world? Also wenn ihr den gezogen habt, dann auf jeden Fall könnt ihr euch freuen. Im globalen Seite den JP, wenn ihr ihn habt, könnt ihr euch so freuen, ihn da zu nutzen für Super Battle zum Beispiel. Das ist echt ein guter Kandidat. Also wirklich, das haben sie gut gemacht bei ihm. Genau, ja, wie gesagt, so viel zu den Änderungen. Japanische Mission gibt es ein bisschen mehr. Das wird zu uns im globalen auch noch früher oder später kommen. Aber da gibt es halt wirklich ein bisschen mehr, viel geil mehr. Weil wir uns ansehen und Orbs haben wir. Aber da gibt es auch Grand Kais zum Beispiel.
Hier Grand Guy jedes Typus und so weiter und so fort. Kommt sonst ins Globale auch noch zu so und so viel X-Turnier. Ich hab's nicht im Kopf, aber Unterschied dann hier sind auch noch die Ranking-Preise. Ihr seht, da gibt's auch Orbs. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ihr quasi hier Cell unter 20.000 und drunter schon bekommen. Und zuletzt noch das mit dem Banner, was ich gemeint habe. Das ist GSR Banner. Ja, die Tickets sind dieselben, aber das wurde einmal geteilt in nur World Tournament Charaktere und hier quasi GSR Charaktere. Genau, so viel zu den beiden Turnieren, so viel zu den ganzen Informationen geteilt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.